Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Raven. Wir spielen den Inspektor Zellner, heißt er, glaube ich, ja? Anton Zellner? Den zweiten Namen habe ich, glaube ich, gerade verlegt. Wir haben uns gestern mit der kleinen Lady, mit der alten Lady unterhalten. Und wir können mal die Miss Miller betrachten. Wie sieht sie denn aus? Na komm, sag's uns. Miss Miller macht einen tüchtigen Eindruck. Mhm. Sie wollte die Lady vor mir, einem aufdringlichen Fan, schützen. Zurecht. Sie ist aber auch nervös und angespannt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass sie mit Matt schon alle Hände voll zu tun hat. Und dann auch noch eine Chefin, die als schwierig gilt. Aha. Ist sie also die Mutter von dem Matt? Verstehe, verstehe. Miss Miller? Ja? Matt, der Junge. Ist deiner? Der kleine Junge. Matt? Das ist ihr Kind? Oh ja. Hat er was angestellt? Nee, aber er hat genau deine hässlichen Augen. Ich habe ihn schon kennengelernt. Ein cleverer kleiner Kerl. Wir nennen ihn immer den Professor, weil er so altklug daherredet. Wenn man ihm nur die Flausen austreiben könnte. Muss nicht sein. Was beobachtet? Hast du was beobachtet? Ist dir hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich fürchte, ich habe mich ganz auf meine Handarbeiten konzentriert. Auf was? Schrecklich viel zu tun, meine Mary. Wenn es Ihnen nicht recht ist, dann müssen Sie es sagen. Herrgott, Kindchen, stricken Sie so viel Sie wollen. Also, keine besonderen Vorkommnisse. Nein, Wachtmeister. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Goodbye. Also, Miss Miller hat sich auf ihre Handarbeiten konzentriert. Okay, der jetzt da so hämisch daher grinste. Asche auf dein Haupt. So, gibt's hier noch irgendwas? Okay, warte mal, hier gibt's hier viel Geschirr. Betrachte die Schale. Die habe ich schon als Kind geliebt. Sie haben nur einen Nachteil. Warten. Sie vertragen sich nicht mit dritten Zähnen. Oh. Könnten Sie uns keinen jungen, dynamischen hinstellen? Nee, es muss so ein alter Wachtmeister namens Zellner sein. Aber wir nehmen trotzdem einige Bonbons. Vielleicht, wenn ich sie nur ganz vorsichtig lutsche. Ja, komm. Schnapp dir Bombs. Los. Na komm schon. Hat keiner gesehen. Außer, na gut, der ist in seiner Zeitung vertieft hier hinten. Was? Dr. Gebhardt. Okay. Hier ist alles dreckig. Was ist denn das? Geh hinter die Bar. Wenn der Steward nirgendwo aufzutreiben ist, hat er wohl auch nichts dagegen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Ich denke nicht. Betrachte die Schere. Vermutlich benutzt der Steward die Schere, um widerspenstige Verpackungen zu öffnen. Das ist heutzutage wird ja fast alles verpackt und verschweißt. Ein Kollege hat mir kürzlich von Suppen erzählt, die pulverisiert in Tütchen verkauft werden. Ich konnte es nicht glauben. Das ist unglaublich, ja? Pulvertütchen, Pulversuppe. Ich glaube, wir sind auch in den 40er Jahren. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit dieses Game hier spielt. Ich glaube, es möchte gelesen zu haben, es war 1940, also so in den 40er Jahren. Notizblock ist immer gut. Der Block, auf dem der Steward die Bestellungen notiert. Leer. Vermutlich benutzt er ihn nicht, wenn so wenig los ist wie heute. Ein Limit? Den Block brauche ich nicht. Aber vielleicht ist mir der Bleistift irgendwann mal von Nutzen. Na ganz toll. Super. Wo willst du denn mit dem Bleistift drauf rumkritzeln? So, was ist das? Die Schublade können wir beobachten. Vielleicht wird darin der Schlüssel für die Kabinen aufbewahrt. Na, mach auf das Ding. Zu. Abgeschlossen. Wo steckt der Kerl nur? Vielleicht ist ja der Schlüssel für die Schublade in der Kabine. War nicht gut, wa? Ich glaube, ich bin ein schlechter Dr. Holmes, Dr. Watson. Und Sherlock Holmes, war das alles? Das ist ein Radio. Weltempfänger. Das ist ja blöd. Wahnsinn, wie klein die Dinger in den letzten Jahren geworden sind. Na, lass mal noch ein paar Jährchen daherkommen, wir werden noch kleiner. Schalte das Radio an. Musikliebhaber. Okay, das hat jetzt wieder hier ein bisschen GEMA-Mucke, da muss ich ja wieder aufpassen. Gehen wir mal zurück hier. Kann ich die Weinflaschen nehmen? Oder die Sektflaschen? Nein, kann ich nicht. Gehe hinter die Bar, will ich nicht. Da waren wir gerade. Hier gibt's nichts weiter außer Dr. Gebhardt. Na, gehen wir mal zu ihm. Guten Tag. Ah, Herr Zellner. Richtig, richtig. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hast du irgendwas verdächtig gesehen? Sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug oder in Zürich etwas Verdächtiges aufgefallen? Sie meinen, abgesehen davon, dass mir mein Koffer auf dem Bahnsteig gestohlen wurde? Nein. Gibt es denn Grund zur Beunruhigung? Nein, reine Routine. Herr Wachtmeister Zellner, halten Sie mich bitte nicht für naiv. Ich habe den
Inspektor von Interpol erkannt. Legard heißt er, wenn ich mich richtig entsinne. Legrand. Auch gut. Er hat auf dem Bahnhof in Zürich eine Geldkassette in einen Tresor gelegt und dann die Verladung des Tresors überwacht. Erzählen Sie mir nicht, ein Mann seiner Gehaltsstufe fährt routinemäßig durch die Alpen, um Geldkassetten zu bewachen. Eine Geldkassette? So wie man sie in Schließfächern findet? Ganz genau. Und ich glaube, wir haben beide eine Vermutung, was sich darin befindet. Okay. Etwas anderes. Wissen Sie, wo der Schaffner ist? Das wüsste ich auch gern. Ich habe ihm in Zürich aufgetragen, nach meinem verschwundenen Koffer zu suchen. Bisher hat er sich noch nicht wieder gemeldet. Vermutlich macht er mit den Kofferdieben gemeinsame Sache und ist gar nicht wieder in den Zug gestiegen. Na, selbstverständlich. Wenn gegen das Gesindel nicht bald hart durchgegriffen wird, werden solche Lumpen eines Tages die Welt übernehmen. Der Pinky. Noch wissen wir ja nicht, was vorgefallen ist. Er ist nicht hier, um seine Arbeit zu erledigen. Das ist schlimm genug. Alles klar. Wegen der Geldkassette im Tresor. Was glauben Sie, was sich darin befindet? In London wurde ein Rubin gestohlen. Eines der beiden legendären Augen der Sphinx. Der zweite Stein, ein Smaragd, soll sich Gerüchten zufolge in einem Schweizer Banktresor befinden, wenn ich mich recht erinnere. Beide Steine sollten in einigen Tagen erstmalig seit fast 50 Jahren gemeinsam in Kairo ausgestellt werden. Da ergibt sich doch ein Bild. In der Tat. Oh Gott, ich bin Professor Achwa hier, Wachtmeister Zellenhagen. Raub in London. Gibt es etwas Neues zum Raub in London? Schon ein starkes Stück, nicht wahr? Das müssen Profis gewesen sein, die sie eines der besten Sicherheitssysteme der Welt ausgeschaltet haben. Das ist schon beeindruckend. Menschen wurden verletzt. Ach, man kann solch einen Einbruch nicht ohne Kollateralschäden durchführen. Der Rabe scheint endlich einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Wir können uns auf neue, spektakuläre Coups freuen. Wenn der neue Rabe so rücksichtslos vorgeht, werde ich es dieses Mal nicht genießen können. Wie Sie meinen. Zeitung. Was liest du denn gerade, junger Mann? Dürfte ich mir vielleicht Ihre Zeitung ausleihen? Sie können gern den Teil haben, in dem über den Einbruch berichtet wird. Darauf haben Sie es doch bestimmt abgesehen, nicht wahr? Natürlich. Sie haben mich ertappt. Bitte sehr. Danke vielmals. Auf Wiedersehen, Dr. Gebhardt. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Das war ein angenehmer Plausch. Wir hauen. Tschüss. So, warte mal. Lies die Zeitung. Was haben wir denn da? Diebstahl in London. Lies den Artikel. Ob es schon neue Informationen gibt? Also bla bla. Auge des Sphinx, einer der beiden unschätzbar wertvollen Edelsteine, ungewöhnlich reiner Rubin, 2000 vor Christus, etc. etc. Das kennen wir schon. Und hier? Dreister Einbruch. Profis am Werk. Wurden von der Museumswache Charles Langley und Scotland Yard Constabler Robert Oliver überrascht. Explosion. Im Prinzip nichts Neues. Eines der beiden Augen des Sphinx, ein fast 4000 Jahre alter Rubin, wurde aus dem Britischen Museum gestohlen. Die Einbrecher wurden überrascht, konnten aber unerkannt und mit der Beute entkommen. Soweit die offizielle Version. Da steht allerdings nichts von Legrand und dem Verbleib des zweiten Auges. Betrachte die Anzeige. Heimtröpfchen. Der beruhigende Kräuterlikör für die Frau. Jeden Tag ein Glas, das ist gut für die Nerven und erhält den Hausfrieden. Heimtröpfchen, wenn Sie Ihrem Mann keinen Ärger machen wollen. Wenn Sie Ihrem Mann keinen Ärger machen wollen. Na, ich sag mal nichts dazu. Formel 1, Sucht, das wird Weltmeister. Oder Sucht das? Kleopatra und die Oscar-Verleihung. Ein Bericht über die bevorstehenden Oscar-Verleihungen. Und die Siegchancen von Kleopatra. Schon ein Wahnsinn. Für den Film wurden in Rom die größten Filmkulissen aller Zeiten gebaut. Und nach diversen Krankheiten der Hauptdarstellerin, mehreren Wechseln bei der Regie und monatelangen Verzögerungen sind die Kosten auf über 40 Millionen Dollar gestiegen. Der teuerste Film aller Zeiten. Ein Rekord für die Ewigkeit. Genau, aber da könnte sich... Da mal ein Scheibchen von abschneiden. So, was haben wir hier? Formel 1, das lesen wir auch noch mal fix. Surtees wurde diesen Samstag zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister. Zuvor war er in den Jahren 1956 bis 1960 Motorrad-Weltmeister. Damit ist er der einzige Motorsportler, der sowohl Motorrad- als auch Formel 1 Weltmeister geworden ist. Das ist nicht meine Welt.
Zu laut, zu schnell, zu viel Gestank. Ach Mann, schade eigentlich. Das heißt, dieser Sortierst, jetzt muss ich mal gucken, ob eventuell möglicherweise das sogar Riegelnamen sind. Also, die Zeitung jetzt gesehen. Ich meine, Kleopatra gibt es in echt, das weiß ich. London gibt es auch in echt. Und vielleicht gibt es auch eine Sortis. Müsste ich mich mal begoogeln. So, genug gelesen. Ich will hier weg. Weg. So. So. Dann gehen wir mal durch die Tür. Oh, alles klar. Geht denn also nur ein Transportwagen? Ich vermute stark, dass die Tür verriegelt ist. Mach's auf, kann ich hier hoch? Nein. Oh. Sie ist offen. Warum das? Warum ist denn die Transporttür offen? Ist das für das ganze Gepäck der Wagen? Oha, wer bist du? Hallo? Wow. Keine Bewegung, Federvieh. Bleib locker, bleib locker, bleib locker. Stecken Sie die Waffe weg, Robert. Wenn ich vorstellen darf. Constable Robert Oliver vom Yard. Und das hier ist der verehrte Wachtmeister Zellner von der Schweizer Polizei, der offensichtlich seine Neugier nicht im Zaum halten konnte. Nö, konnte er nicht. Ich hatte also recht. Sie wollen hier wirklich jemanden in die Falle locken. Das geht Sie wohl kaum etwas an. Vielleicht jemanden, der zuletzt in London zugeschlagen hat? Und mit welchem Speck sollte ich diese Maus fangen wollen? Mit einem Auge? Ein Auge, das auf dem Weg von Zürich nach Kairo ist? Oh, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Bravo, Herr Wachtmeister. Siehste, eigene Ermittlungen, mein Bester. Sie werden mir hoffentlich zugestehen, dass ich als Schweizer Polizist in meinem eigenen Land Ermittlungen anstelle. Sind wir noch in der Schweiz? Sie? Ich könnte Ihre Augen im Zug sein. Solange Sie hier im Transportwaggon sitzen. So? Na komm. Der Erbe des Rahmen. Komm, erstmal hier. Im Zug befindet Professor sich Lucien. Professor Lucien. Er ist Archäologe aus London. Was ist mit dem? Nun, wie es scheint, wurde er aus seiner Kabine ausgesperrt. Wie das? Naja, die Tür ist abgeschlossen und er steht ohne Schlüssel draußen. Wurde sie von innen verriegelt? Jo. Möglich. Glauben Sie, die verschlossene Tür könnte wichtig sein? Professor Lucien spielt in dieser Geschichte eine gewisse Rolle. Ach, was? Gut, Wachtmeister Zellner. Seien Sie meine Augen und Ohren im Zug und verschaffen Sie Professor Lucien Zugang zu seiner Kabine. Anschließend kommen Sie zurück und erstatten mir Bericht. Ja, Monsieur. Na bitte, klappt doch. Warte mal. Ich weiß immer noch nicht, wo ich dieses... ich kann hier über meinen zweiten Bildschirm düsen. Das finde ich ja toll. Coole Nummer. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hier mein Tagebuch quasi anschauen kann. Robert Oliver, kann es sein, dass ich in der Zeitung von Ihnen gelesen habe? Das ist gut möglich. Robert war anwesend, als das erste Auge der Sphinx gestohlen wurde. Warum waren Sie im Museum? Haben Sie von draußen etwas beobachtet? Ich habe eine angelehnte Tür entdeckt. Als aufmerksamer Polizist kam mir das verdächtig vor. Scotland Yard hat eine Belobigung ausgesprochen und ihn mir als Verbindungsmann zugeteilt. Eine große Ehre, Sir. Mhm, ganz toll. Was wissen Sie über diesen Erben des Raben? In die Luft jagen wollte er mich. Robert, wir wissen noch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Der neue Rabe ist auf jeden Fall ein gefährlicherer Mann als der alte. Woher wissen Sie, dass es ein Mann ist? Es könnte auch eine Frau sein. Oder mehrere Männer. Und woher wissen Sie überhaupt, dass es ein neuer Rabe ist? Monsieur. Ah, lassen wir das. Dann werde ich mich jetzt um die Tür kümmern. Tun Sie das. Und Wachtmeister Zellner? Ja? Stören Sie uns nur, wenn Sie neue Erkenntnisse haben. Sicher. Ein Dieb könnte nervös werden, wenn ich mich zu oft im Transportwaggon herumtreibe. Exakt. Klopfen Sie zweimal. Dann wissen wir, dass Sie es sind. Verstanden. Mhm. Mal jetzt mal ganz ketzerisch in den Raum geworfen. Ich ermittle in Negrans Namen. Damit bin ich einen Schritt weiter. Wenn ich ihn von meinen Fähigkeiten überzeugen kann, ist dieser Fall für mich vielleicht doch noch nicht beendet, bevor er begonnen hat. Wahnsinnig. Mal ganz, also für Ketzerische. Wenn ich zweimal ranklopfe, können die sich ja schon vorbereiten und wissen ganz genau, jetzt kommt hier Mr. Zellner. Und, naja, betrachte die Leiter. Die Leiter führt hinauf aufs Dach. Man müsste lebensmüde sein, um bei voller Fahrt dort hinaufzuklettern. Der Fahrtwind, Tunnels. Nein, ich bleibe hier unten. Ah, Pussy. Komm, zurück.
Also, in den Transportwagen finden wir unseren Mr. Vettel de Grand. Und wir gehen mal hier hin. Gehen mal in die andere Richtung. Quasi an der Omi wieder vorbei. Hallo. Hm? Was jetzt? Ach so. Okay. Er steht immer noch hier. Ja. Junge, wenn du dich ausgeschlossen hast, dann... hat viel zu kurze Hosen. Guck dir mal die Schuhe an. Für den Professor sieht es komisch aus. Er macht keinen sehr ausgeglichenen Eindruck. Und ausgerechnet ihn soll ein Einbruch in sein Museum kalt lassen? Ich glaube nicht. Professor Lucien? Ja, haben Sie den Schlüssel? Nein. Eigentlich wollte ich... Bitte, ich muss unbedingt in mein Abteil. Was ist denn da so wichtig drin, verdammt nochmal? Und wie komme ich jetzt in den... Ah ja, so. Die zitternde Hand des Geigers könnte viele Gründe haben. Angespannte Nerven, eine Krankheit. Ich tippe jedoch auf Alkohol. Er wäre nicht der erste Musiker, der sich damit seine Karriere zerstört. Richtig. Amy Winehouse beispielsweise. So. Hier können wir rausgucken. Was ist denn das Fenster? Ist doch schon offen, oder nicht? Würden Sie das Fenster bitte schließen? Ich möchte nicht den Fahrtwind sitzen. Oh, verzeihung. Der Dialekt ist der Burner. So, nimm das Buch. Ob ich mir ein Autogramm geben muss? Oh. Das wäre ziemlich unprofessionell. In der Tat. Aber andererseits... Wenn der Oppi mit der Omi... So, geht's hier noch weiter? Ja, geht es. So, warte mal. Was ist das? Betrachte den Aushang. Die große Landkarte zeigt unterschiedliche Reiserouten des Orient Express. Dieser Zug ist in Paris gestartet und endet wie immer in Istanbul. Leider wird er den Großteil der Strecke ohne mich bewältigen. Tja, weil wir steigen in Venedig aus, weil wir dann mit einem Schiffchen wahrscheinlich nach Kairo fahren. Nun gut, ich sag mal an dieser Stelle, wir machen morgen weiter, wenn es wieder heißt Mr. Zöllner? Zöllner? Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Verdammte Axt. Ach, Mann. Es ist so herzallerliebst, die Charaktere sind irgendwie alle so ein bisschen so individuell, möchte ich behaupten. Und ich bin echt gespannt, was sich hier noch alles ergeben wird mit dem zitternden Geigenmenschen, mit dem komischen, eifrigen und nervösen Professor und natürlich auch die beiden, für die wir immer an die Tür klopfen müssen, die da hinten im Transportwagen sitzen. Alles sehr, sehr merkwürdig. Also, bis dahin. Wir sehen uns morgen weiter. Bis dahin. Tschüss.